Sie sehen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. So geht's nicht weiter, aber wir können eine ganze Menge bewegen. Es geht um die Zukunft von Sachsen und von uns allen. Zuhören, verstehen und umsetzen. Ich möchte, dass wir den ländlichen Raum stärken. Wir werden mehr investieren in Infrastruktur und in Forschung und Entwicklung. Lasst uns hier gemeinsam was machen. Damit wir auch in Zukunft vorn dabei sind. Kinder sind einfach großartig. Für unsere Kinder arbeiten wir. Das ist alle Mühe wert. Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen. Ich möchte, dass Sachsen zu einem der sichersten Länder wird. Beim Thema Sicherheit machen wir keine Kompromisse. Ich arbeite dafür, dass Vernunft und Anstand gilt. Und dafür brauche ich Ihre Stimme. Sie sahen einen Wahlwerbespot zur Landtagswahl Sachsen 2019. Für den Inhalt und die Gestaltung ist die werbende Partei eigenverantwortlich. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 22. August. Schön, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben. Wir starten unsere gemeinsame halbe Stunde mit ersten Kurznachrichten aus der Region. Gleich mehrere Abrisse von Wohnblöcken sollen noch in diesem Jahr oder in der ersten Hälfte des Jahres 2020 in Bischofswerda über die Bühne gehen. Voraussichtlich im Dezember fällt der Block Bergstraße 38 bis 44. An seiner Stelle soll Platz für bis zu 18 Eigenheime werden. Gleich im Anschluss soll auch der Block Lerchenweg 5 bis 8 in Großdrebnitz abgerissen werden. Dort wird später das neue Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr des Stadtteils stehen. Schließlich warten auch die beiden Blöcke des sogenannten Papageienviertels an der Bautzner Straße auf die Abrissbirne. Der untere Block befindet sich bereits im Eigentum der Handelskette Aldi, die an seiner Stelle einen neuen Markt errichten wird. Der Bischofswerder Bahnhof soll im Jahre 2021 mit Personenaufzügen ausgestattet werden. Nach Angaben des Zweckverbandes Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien plant die Deutsche Bahn, im Frühjahr des genannten Jahres mit den entsprechenden Arbeiten zu beginnen. Ab Herbst 2021 sollen die Aufzüge zur Verfügung stehen. Sie machen die Inselbahnsteige 2 und 3 auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität erreichbar. Bislang sind diese nur durch einen Tunnel mit Treppenzugang mit dem Hausbahnsteig verbunden. Am 28. August findet das nächste Treffen der Gruppe Chronische Schmerzen in der Selbsthilfe-Kontaktstelle Schulstraße 15 in Hoyerswerda statt. Dort gibt es die Möglichkeit, über Sorgen und Nöte in einem diskreten und geschützten Rahmen zu sprechen. Um eine vorherige Anmeldung unter 03571 40 83 65 oder via Mail an sks-hoyerswerda@diakonie-st-martin.de wird gebeten. Start ist um 15 Uhr. Zum 150-jährigen Bestehen des Krankenhauses Spremberg gab es am Mittwoch ein Fest. Das Krankenhaus genieße über die Grenzen des Kreises Spree-Neiße und des Landes hinaus einen exzellenten Ruf. 96% Patientenzufriedenheit sprechen für sich. Und auch die bundesweit einmalige Operation Mitarbeiterkrankenhaus sei gelungen, heißt es in Glückwünschen aus Potsdam. Die Mitarbeiter gründeten im Jahre 1997 einen Förderverein, um Hauptgesellschafter des Krankenhauses zu werden und dessen Erhalt zu sichern. Seit Mai 1998 trägt der Verein 51% der Anteile, die restlichen 49% hält die Stadt. Rund 90% der Mitarbeiter sind auch Mitglieder des Fördervereins.
Gleich drei Kinder, die Emil heißen, sind am Sonntag in der Geburtenklinik des Malteser Krankenhauses St. Johannes zur Welt gekommen. Sie waren 51, 50 und 53 Zentimeter groß. Bereits am Donnerstag ist ein kleiner Emil im Kamenzer Krankenhaus geboren worden. Insgesamt waren es in diesem Jahr bereits 6. Dass an einem Tag dreimal der gleiche Vorname vergeben wurde, haben wir bisher noch nie erlebt, sagt Stationsleiterin Daniela Nicolai. Bereits jetzt scheint sich in der Geburtenklinik des Malteser Krankenhauses St. Johannes in Kamenz abzuzeichnen, welchen Vornamen Eltern ihren neugeborenen Jungen 2019 am liebsten geben. In den Jahren 2015 und 16 war Emil in Kamenz unter den 4 beliebtesten jungen Vornamen gewesen. Deutschlandweit ist der Name etwa auf Platz 15 der beliebtesten Babynamen gelistet, sachsenweit auf Platz 2 bis 3. Eine Fischaufstiegsanlage wird in der Spree an der Alten Wasserkunst in der Landeskreishauptstadt Bautzen gebaut. Es werden mehrere Becken mit konstanten Höhensprüngen sein. Die Einrichtung soll eine verbesserte ökologische Durchgängigkeit in der Spree gewährleisten. Mit ihr wird ein weiterer Abschnitt der Spree für die Wasserfauna barrierefrei gestaltet und die Entwicklung eines natürlichen Lebensraumes für Fische und Wirbellose ermöglicht. Langfristig soll dieser insgesamt zur Verbesserung des ökologischen Zustandes der Spree beitragen. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich auf rund 322.000 Euro. Sachsen fördert das Vorhaben zu 90%. Der Eigenanteil Bautzens liegt bei rund 32.000 Euro. Die Stadt Görlitz informiert, dass aufgrund des Unwetters am Sonntag die Brandmeldeanlage auf dem Rathausturm ausgefallen ist. Deshalb kann die Turmtour des Fördervereins Kulturstadt bis auf Weiteres nicht stattfinden. Alternativ wird den Besuchern eine Führung auf den dicken Turm angeboten, heißt es aus der Stadtverwaltung weiter. Am 31. August findet in der Seesporthalle Großkoschen der World Cup im Radball statt. Diese Veranstaltung ist das weltweit bestbesetzte Radballturnier mit Teilnehmern aus der Schweiz, Österreich, Tschechien und Deutschland. Der RSV Großkoschen hat es geschafft, dieses Event in die Südbrandenburger Radballhochburg zu holen. Dadurch können die Lokalmatadore Tobias Kolber und Norman Pupatsch von der Großkoschener Spitzenmannschaft sich mit der gesamten Weltspitze messen. Sie sind mit einer Wildcard dabei, heißt es vom Verein. Die Vorrunde des Weltcups startet um 10.45 Uhr. Die Abendveranstaltung mit den Finalspielen und dem feierlichen Einmarsch der Mannschaften beginnt um 18 Uhr. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm. Ein Zelt für die Verpflegung ist ebenfalls vorbereitet. Es gibt Schwein am Spieß. In der Seesporthalle in Großkoschen wird eine zusätzliche Tribüne aufgebaut, teilt der Veranstalter weiter. Mit. Sich sportlich betätigen und danach ein kühles Bier genießen, das geht in wenigen Wochen in Hoyerswerda. Dann steht der mittlerweile 13. Citylauf und mit ihm natürlich das Hoyerswerda Stadtfest an. Meine Kollegin Vanessa Ulbricht hat sich mit den Organisatoren unterhalten. Ja, liebe Zuschauer, in wenigen Wochen ist es wieder soweit, dann startet das Stadtfest in Hoyerswerda. Und mit ihm natürlich auch der Citylauf. Aber wir wollen jetzt als Erstes über das Stadtfest reden. Ich habe jetzt die Projektleiterin an meiner Seite, Anja Hillmann. Frau Hillmann, was war so für Sie das Highlight in 2018? In 2018 haben wir 750 Jahre Hoyerswerda gefeiert. Und schon das war gigantisch. Wir haben 4 Tage gefeiert, schon am Donnerstag angefangen. Hatten dort MDR Jump da mit der MDR Jump Arena und großartige Künstler. Das wird es leider in diesem Jahr nicht geben. Wie war so die Resonanz im letzten Jahr? Waren mehr Leute da als die Jahre zuvor? Ja, es waren auf jeden Fall mehr Leute da. Wir haben durch den einen Tag mehr, auf jeden Fall mehr Leute gewinnen können. Insgesamt ca. 60.000 Besucher am Wochenende. Was wird so das Neue in diesem Jahr sein? Das Neue, wir gehen wieder zurück auf 3 Tage. Fangen am Freitag an, 17 Uhr. Und enden am Sonntag 21.30 Uhr. Das Neue ist, es gibt einen Adventure Room Bus. Also wir können uns einsperren lassen, beziehungsweise die Gäste. Das ist ja jetzt, sag ich mal, auch so ein Highlight für dieses Jahr. Was genau ist dieser Adventure Room? Erklären Sie mal ein bisschen genauer. Genau, ich war letztes Jahr auf dem Stadtfest in Dresden und da habe ich ja halt diesen schwarzen Bus gesehen mit roter Aufschrift Adventure Room Bus, wir sperren dich ein.
Und das fand ich natürlich sehr interessant und habe sie da gleich angesprochen. Und es ist, in diesem Bus wird man eingesperrt. Man kennt diese Escape Rooms, wo zum Beispiel waren wir vor kurzem in der Zelle in Dresden. Und dort wird man eingesperrt und man muss verschiedene Aufgaben, verschiedene Rätsel suchen oder lösen, um aus diesem Bus sozusagen oder aus diesem Zimmer wieder rauszukommen. Nun gibt es ja für Sie auch in diesem Jahr bestimmt wieder etwas, worauf Sie sich am meisten freuen. Was ist das? Ich freue mich natürlich auf alle Schausteller, auf alle Gastronomen, die wiederzusehen, weil da hat sich schon so ein freundschaftliches Verhältnis entwickelt in den Jahren. Und am meisten freue ich mich aber aufs Feuerwerk, weil das immer der krönende Abschluss ist und mit einem Herzschlag mehr. Frau Hillmann, dann bedanke ich mich für die Beantwortung der vielen Fragen und wünsche auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste beim Stadtfest. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns ja gerade schon über das Stadtfest unterhalten. Doch bevor es am Samstag zum Stadtfest geht, steht natürlich der Citylauf an. Es ist in diesem Jahr der mittlerweile 13. Citylauf, der Sportclub veranstaltet. Jetzt habe ich die Geschäftsführerin vom Sportclub Hoyerswerda, Daniela Fünfstück, an meiner Seite. Frau Fünfstück, was für ein Fazit ziehen Sie aus dem letzten Jahr? Wir haben im letzten Jahr wieder einen neuen Teilnehmerrekord gehabt. Wir hatten 10 wunderschöne Läufe, wir hatten tolles Wetter, ein tolles Team und viele, viele zufriedene Kinder, Erwachsene. Das macht so eine Veranstaltung rund. Nun haben Sie ja gerade gesagt, ein neuer Teilnehmerrekord. Über 2000 Läufer haben mitgemacht. Was war Ihr persönliches Highlight? Das kann man ganz schwer sagen. Natürlich dieser Handicap-Flitzerlauf, der ist ein Highlight in dem Bereich. Die Windelflitzer, aber auch der Firmathlon mit dem Teamgeist der Firmen, die Schülerläufe, die vielen Massen, die dort auf die Strecke gehen, das macht alles Gänsehautgefühle. Nun ist es ja so, in diesem Jahr gibt es viele Neuheiten. Was genau ist denn alles neu in diesem Jahr? Neu ist zum Beispiel die Online-Anmeldung. Und neu ist auch der 2- und 4-Kilometer-Lauf, der in einem gestartet wird, nur für Erwachsene. Also die Schüler haben ihre Schülerläufe für die 2- und 4-Kilometer, der IKK-Klassiklauf und der Fort-Kischnick-Lauf. Und die Erwachsenen laufen dann selbst noch einmal ohne Schülerbeteiligung, weil es manchmal ziemlich schwierig ist, wenn dann so kleine Kinder mit den Erwachsenen laufen. Und damit wollen wir natürlich ganz viele neue Sportler oder Teilnehmer akquirieren, die sich das bis jetzt noch nicht gewagt haben, auf die 2 oder 4 Kilometer Strecke zu gehen. Nun ist es ja auch so, der Park, durch den man läuft, der wird jetzt ein Stück weiter nach vorne gesetzt quasi, dass man barrierefrei laufen kann. Warum? Was war die Barriere? Die Barriere war einige Treppenstufen, die praktisch dann mit absolviert werden mussten. Das ist für einen gesunden Menschen nicht weiter schlimm, aber wenn man so ein bisschen Einschränkungen hat, dann schon. Und unser Lauf soll ja wirklich für jeden sein. Das heißt, dort wurde ein bisschen umgebaut. Das können wir nutzen und da freuen wir uns natürlich drüber. Frau Fünfstück, ich bedanke mich für die Beantwortung der vielen Fragen. Und liebe Zuschauer, der Citylauf steht an. Bereiten Sie sich ordentlich darauf vor. Ja, liebe Zuschauer, ich melde mich jetzt zum dritten Mal zurück, denn wir haben noch gar nicht über die Anmeldezahlen für den Citylauf in diesem Jahr gesprochen. Ich habe jetzt die Vereinsmanagerin Sandrina Heise an meiner Seite. Frau Heise, wie sieht es aktuell mit den Anmeldezahlen aus? Die steigen langsam, aber stetig an. Es ist wie in jedem Jahr so, dass der große Anmeldeschwung erst in der vorletzten Woche vor dem Lauf kommt, weil sich da alle Schulen anmelden für die Läufe. Nun haben Sie es gerade schon gesagt, bis zur vorletzten Woche, bis wann genau kann man sich und wo vor allem anmelden? Online über unsere Homepage findet man den Anmeldebutton, der dann weiterleitet zu unserer Zeitmesstechnik. Dort kann man sich dann anmelden für den gewünschten Lauf und zwar bis zum 12.09. um 23.59 Uhr. Nun gibt es ja in diesem Jahr auch Neuerungen, was die Kita-Läufe betrifft. Um was genau handelt es sich da? In diesem Jahr ist neu, dass sich die Kitas mit einem Projekt bei uns bewerben bzw. dieses Projekt bei uns einreichen können. Jede Kita hat ja immer gerne etwas, was umgesetzt werden soll und das funktioniert nicht ohne finanzielle Unterstützung. Und dieses Projekt, wenn die Kita im VVO Mini-Flitzer startet, kommt in die Tombola. Und so hat die Kita die Möglichkeit, per Losentscheid hinterher eine finanzielle Unterstützung für dieses Projekt zu gewinnen. Die fällt in diesem Jahr pro laufendem Kind in Höhe von 10 Euro aus.
Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, Sie haben noch bis zum 12. September 23.59 Uhr Zeit, sich für den Citylauf in Hoyerswerda anzumelden. Nach einer kurzen Unterbrechung sind wir wieder mit interessanten Themen für Sie zurück. Bleiben Sie also dran. Ob nur tralalala oder ein bisschen mehr, wer Musik liebt, muss hierher. Die Lebensräume-Genossenschaft ruft alle auf, miteinander zu singen. An diesem Samstag ab 19 Uhr bei der Mitsingenacht im Familienpark in der Straße des Friedens in Hoyerswerda. Intoniert werden deutsche Volkslieder sowie Hits aus Rock, Pop und Schlager. Uraufgeführt wird der Hoy-Woy-Song 02977H von Du und das Ich. Bei deftigem vom Grill, coolen Cocktails, in netter Atmosphäre und freiem Eintritt. Die Mitsingenacht an diesem Samstag, ein Event mit Ihrer Genossenschaft Lebensräume. Mehr als gewohnt. Es ist unsere Heimat. Es ist unser Sachsen. Nutzen Sie Ihr Wahlrecht zur Landtagswahl 2019 und geben Sie am 1. September Ihre Stimme ab. Eine Initiative der ARIS, der Arbeitsgemeinschaft Regionalfernsehveranstalter in Sachsen. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Willkommen zurück zu Ihrer Drehscheibe Lausitz. Weiter geht es noch einmal mit Meldungen für Sie, kurz und kompakt zusammengefasst. Am Mittwoch fand der Regionaldialog Pflege in der Region rund um Hoyerswerda im Schloss statt. Ergebnisorientierte Gespräche für eine gute Pflege zu führen und zu einem lebenswerten Miteinander im Landkreis Bautzen anzuregen, so das Ziel. Im Pflegedialog sollten konkrete Probleme angesprochen und Lösungen gefunden werden. Bereits 2050 wird es hier mehr zu Pflegende als erwerbstätige Menschen geben. Ich bitte Sie als erfahrene Pflegekräfte, Ihre Ideen mit einzubringen und Punkte zu benennen, die verbessert werden sollen, so Vizelandrat Udo Vitschers. Mehr Rufbusse müssen für die Mobilität getrennter Senioren eingesetzt werden. Zudem hat der Pflegeberuf noch immer einen schlechten Ruf. Hier muss mehr Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden. Des Weiteren müssen junge Auszubildende mehr Unterstützung in der praktischen Umsetzung des Berufs durch Fachkräfte erhalten. Dies waren erste konkrete Vorschläge, die benannt und später in verschiedenen Runden diskutiert wurden. Die Anmeldung der Kinder an den Grundschulen der Stadt Hoyerswerda für das Schuljahr 2020 und 2021 ist für kommenden Mittwoch, den 28. August, festgelegt. Sie kann in der Zeit von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr erfolgen, teilt das Rathaus mit. Sollte die Wahrnehmung des Termins nicht möglich sein, wird um Rücksprache mit der jeweiligen Grundschule ersucht. Alle Erziehungsberechtigten sind aufgefordert, ihre ABC-Schützen für den Besuch der Grundschule anzumelden, wenn sie im Zeitraum vom 1.7.2013 bis 30.6.2014 geboren wurden. Außerdem können nach sächsischem Schulgesetz auf Wunsch Kinder, die vom 1.7. bis 30.9.2014 geboren wurden, ebenfalls angemeldet werden. Dies kann an den Grundschulen am Adler, Andreseler in der Dresdner Straße, am Park in der Schulstraße, an der Elster in der Curie-Straße und der Lindenschule in der Herderstraße in Hoyerswerda erfolgen. Am Samstag, den 24. August 2019, findet um 11 Uhr im Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz die zweite öffentliche Stadtratssitzung mit feierlicher Amtseinführung von Oberbürgermeister Octavian Urso statt. Die kostenlosen Eintrittskarten für die Veranstaltung, die über die Görlitz-Information bezogen werden konnten, sind bereits vergriffen. Nach der Veranstaltung findet von 12.30 Uhr bis 14 Uhr vor dem Theater ein Bürgerempfang statt, zu dem interessierte Görlitzerinnen und Görlitzer ebenfalls herzlich eingeladen sind, heißt es von der Stadt weiter. Von A wie Ausbildung bis Z wie Zentralstellwerk des Eisenbahnbetriebs reichen die Stationen und Angebote zum Tag der offenen Tür am LEAG-Standort Schwarze Pumpe, zu dem das Energieunternehmen Besucher am Samstag, den 24. August 2019, von 10 bis 16 Uhr herzlich einlädt.
Um auf dem weitläufigen Gelände des Industrieparks Schwarze Pumpe alle Stationen bequem erreichen zu können, verkehrt ein Bus-Shuttle und sind Fahrten mit Mannschaftstransportwagen möglich. Es präsentieren sich an diesem Tag die Werkfeuerwehr, die Ausbildung, die Markscheiderei, die Hauptwerkstatt, der zentrale Eisenbahnbetrieb, die Schienenfahrzeug-Instandsetzungshalle, die Veredelung, die Entwässerung, das Kraftwerk Schwarze Pumpe sowie die LEAG-Tochterunternehmen TSS und GmbH und die ASG. Um Zukunftschancen des Industrieparks Schwarze Pumpe geht es in einer Gesprächsrunde in der Schienenfahrzeug-Instandsetzungshalle um 12.30 Uhr. Als Gesprächsteilnehmer haben sich der Bürgermeister der Gemeinde Spreetal und Vorsteher des Zweckverbandes Industriepark Schwarze Pumpe, Manfred Heine, der Leiter der LEAG-Hauptwerkstatt im Industriepark Schwarze Pumpe, Jürgen Potzun, und Frank Melo, zuständig für die strategische Geschäftsfeldförderung bei der LEAG, angekündigt. Auch ein Kulturprogramm mit musikalischen Darbietungen macht diesen Veranstaltungsort im Industriepark zu einem von vielen lohnenden Zielen für Besucher. So spielt von 14.30 Uhr bis 16 Uhr das Orchester Lausitzer Braunkohle aus seinem aktuellen Repertoire. Mit dem Universal-Druckluftorchester hält die Werkfeuerwehr für diesen Tag eine Ein-Mann-Musikshow der ungewöhnlichen Art bereit. Zum sechsten Mal wurde am Mittwoch ganz offiziell der Tag der Oberlausitz begangen, informiert der Pfarrsprengel Hoyerswerda Spreewitz. Am 21. August 1346 hatten sich die Städte Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau zum Oberlausitzer Sechsstädtebund zusammengeschlossen. Die Landräte Bernd Lange und Michael Harig hatten auf Anregung entschieden, dass dieses historische Datum ab 2014 als Aktions- und Gedenktag gestaltet wird. Die große landschaftliche, ethnische, kulturelle und religiöse Vielfalt soll mit diesem Tag, der von Oberlausitzerinnen und Oberlausitzern selbst organisiert und gestaltet wird, wieder mehr ins Bewusstsein gerufen werden, heißt es. Aus diesem Anlass finden zwei Veranstaltungen in Spreewitz und Hoyerswerda statt. Blick zurück für den Weg nach vorn, die Spreewitzer Kirchenchronik, ist das Thema heute Abend ab 19 Uhr im Gemeindehaus Spreewitz. Der Freitagabend steht ab 19 Uhr im Martin-Luther-King-Haus in Hoyerswerda unter dem Motto Einüben in Toleranz – die Reformation in der Oberlausitz. Wir schalten noch einmal kurz in die Werbung und sind dann gleich mit dem Kalenderblatt sowie den Veranstaltungstipps und den Wetteraussichten zurück. Bis gleich. Einkaufen und Geld zurückbekommen. Ganz einfach mit Ihrer Sparkassencard. www.sparkassen-einkaufswelt.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Heimat lebt von ihren kleinen Geschichten und den Menschen dahinter. Kennen Sie jemanden mit einem besonderen Hobby, einem großen Herz für andere oder großem Engagement für eine Sache? Dann schreiben Sie uns an info@lausitzwelle.de. Wir stellen diese Menschen gern einmal vor. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 21. August 1346 wurde der Oberlausitzer Sechsstädtebund gegründet. Er umfasste die Städte Bautzen, Görlitz, Kamenz, Lauban, Löbau und Zittau. Ziel war der Landfrieden in den einzelnen Oberlausitzer Gebieten mit ihren unterschiedlichen Herren. Die Blütezeit des Sechsstädtebundes fiel in die ersten 200 Jahre seines Bestehens. Nach den Bestimmungen des Wiener Kongresses 1815 wurde die Lausitz geteilt. Görlitz und Lauban gingen zu Preußen. Und damit war auch das Bestehen des Bundes nach fast 500 Jahren beendet. Am 21. Juni 1991 wurde der Bund zum 770-jährigen Jubiläum der Stadt Löbau neu belebt.
Ihm gehören jetzt genau genommen 7 Städte an, da der ehemalige Görlitzer Stadtteil östlich der Neiße heute die eigenständige polnische Stadt Skorzelec ist. Der Zusammenschluss ist politisch bedeutungslos und hat eher einen symbolischen Charakter. Der Bund steht heute für gemeinsame Initiativen für eine attraktive Region, auch über Ländergrenzen hinweg, vor allem in den Bereichen Kunst, Kultur, Sport und Tourismus. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Die Ausstellungen in der Begegnungsstätte und Galerie Marga in Brieske sind am Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Zudem ist offenes Atelier. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Freitag Chilltag. Ab 13 Uhr stehen die offenen Hausangebote und der Internetpoint zur Verfügung. Ab 15.30 Uhr können Breakdancer proben. Die freie Saalzeit bis 18.30 Uhr können aber auch DJs und Sänger wieder zum Üben nutzen. Im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Freitag ab 14 Uhr die Kreativwerkstatt ein. Es kann auch in der Holzwerkstatt gebastelt werden. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda geht es am Freitag um die Themen Umwelt und Computertechnik. Um 14 Uhr beginnen auch Proben im Kinderzirkus Varieté Hoi Voi. Am Freitag startet das große TSV-Sommerfest des TSV Pulsnitz. Im Stadion an der Hempelstraße sind Spiele für alle Altersklassen und der Kindergarten-Cup im Angebot. Abends gibt es jeweils Musik und Tanz. In Grünhain an der Hufelandstraße in Hoyerswerda können Interessierte am Freitag in der Strickgruppe mitmachen. Sie trifft sich um 15 Uhr dort. Sie können am Freitag in Olbersdorf Blut spenden von 15 bis 18.30 Uhr im Feuerwehrdepot. Das Dreiländer-Kunstprojekt Bilder einer Landschaft geht an diesem Wochenende in Bautzen zu Ende. Am Freitag um 16.30 Uhr können Sie im Sorbischen Museum eine literarische Lesung mit der sorbischen Autorin Lubina Hajduk-Veljković und der slowenischen Dichterin Anja Golob erleben. Das Schaffen beider Literatinnen wurde mehrfach preisgekrönt. Davor finden 2 öffentliche Führungen durch die Ausstellung statt, ab 14 Uhr in Sorbisch und ab 15 Uhr in Deutsch. In Brückneudorf beginnt am Freitag um 18 Uhr ein Spieleabend. Am Freitag um 19 Uhr wird die nächste Ausstellung in der Karl-Lohse-Galerie Bischofswerda in der Dresdner Straße eröffnet. Irene Morgenstern präsentiert bis 13. Oktober ihre Werke unter dem Motto Landschaft und Stillleben. Am Freitag ebenfalls um 19 Uhr beginnt ein Bänkel-Konzert mit Musik und Wort zum Sommerabend der Kirchgemeinde Pulsnitz im Kirchlehen Ohorn. Am Freitag präsentiert noch einmal die neue Bühne Senftenberg die Drei-Groschen-Oper von Brecht mit der Musik von Kurt Weil im Amphitheater in Großkoschen. Beginn ist wieder 19.30 Uhr. Karten gibt es noch an der Abendkasse. Zur Märchennacht für Erwachsene mit Madame Rosa wird am Freitag ab 20 Uhr in das Buschmühlenbad in Pulsnitz eingeladen. Anschließend gibt es Lagerfeuermusik mit Simit. Und aufgrund der vielen Nachfragen Pulsnitzer und Lichtenberger Einwohner zum bevorstehenden Bürgerentscheid zur Eingemeindung von Lichtenberg in die Gemeinde Wachau lädt die Pulsnitzer Bürgermeisterin Barbara Lücke am Montag um 19 Uhr zu einem Stammtisch ins Pulsnitzer Schützenhaus ein. Bei jedem Wetter, egal ob Sonne oder Regen, zentrumsnah wohnen mit fairen Mieten. Willkommen bei der Wohnungsgesellschaft Hoyerswerda. Nachts gering bewölkt, oft klar und trocken und Tiefstwerte um 10 Grad. Am Freitag sonnig und trocken, gelegentlich Durchzug von ein paar lockeren Wolken, dazu gibt es Höchsttemperaturen bis 28 Grad. Der Wind weht eher schwach. Am Samstag unter Hochdruckeinfluss sonnig und bis 29 Grad warm. Auch am Sonntag heiter und heiß, denn 30 Grad sind als Höchsttemperaturen angekündigt. Dabei wird es zunehmend schwül und das Schauer- und Gewitterrisiko steigt leicht an. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Donnerstag, liebe Zuschauer. Morgen sind wir wieder zur gewohnten Zeit für Sie da. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen angenehmen Abend. Machen Sie es gut und bis morgen.